Smarana, ich grüße euch ganz herzlich aus der Tiefe meiner Seele mit dem Gefühl der Gottesnähe, Smarana. Ich habe heute wieder meine Perlchen hier im Haar. Ich glaube, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und ich freue mich auf die heutige Sendung, denn ich möchte die Energie, die Transformationsenergie der letzten zwei Februarwochen mit euch gemeinsam nutzen. Denn mit dieser Energie ist es möglich, ganz tief in unserer DNA, ganz tief in unserer Seele Dinge zu lösen, die uns doch in diesem Leben belasten. Also freut euch gemeinsam mit mir gleich für das allerhöchste Wohl von euch, von dir persönlich wirken zu können. Es geht heute um energetische Implantate. Wenn dir das jetzt noch kein Begriff ist, möchte ich es gerne kurz erklären. Und zwar kommen diese Implantate meistens aus früheren Leben, aus früheren Inkarnationen, welche wir jetzt noch in unserem Lichtkörper, in unserer Seele tragen. Und zwar können das sein Versprechungen, die wir einstmals gegeben haben oder die uns jemand abgefordert hat, Gelübde, also solche Dinge, die waren vielleicht damals wichtig, aber in der Jetztzeit braucht man so ein Gelübde nicht mehr. Das ist kann ein ganz eins, oh, Entschuldigung. Es kann ein ganz einfaches Eheversprechen zum Beispiel auch sein. Das heißt, ich liebe dich für immer, ewig und immer. Solche Dinge sind gefährlich, weil die binden einen dann an einen Menschen für nicht nur für das eine Leben, sondern praktisch für alle Leben. Und das war man sich oftmals nicht so bewusst. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich viele andere Versprechen auch, zum Beispiel in der Priesterschaft hat man Gelübde abgelegt, zum Beispiel, dass man nicht mehr spricht, also diese Schweigegelübde. Und diese Menschen, die sowas abgelegt haben, die haben in der aktuellen Zeit tatsächlich Probleme, überhaupt frei zu sprechen, geschweige denn vor der Kamera zu sprechen, vor Menschen zu sprechen. Also gibt es natürlich wieder verschiedene Variationen. Und das sind alles, wenn es so schlimm ist, wenn man das so stark spürt, dann ist es etwas, was man tatsächlich auf ein Implantat zurückführen kann. Dann gab es auch noch oft oft Situationen, wo andere Menschen beeinflussen wollten oder sie daran hindern wollten, sich spirituell zu entwickeln. Auch das, wenn das zum Beispiel in Atlantis, in diesen Zeiten gab es das oft, dass man auch nicht so sehr zugelassen hat, dass alle Menschen sich spirituell entwickeln, sondern das war nur den Hohepriestern und den Magiern eigentlich erlaubt. Und beziehungsweise die haben das so gemacht, dass es nur sie sich erlaubt haben und die anderen Menschen dann meistens daran gehindert worden, sich weiterzuentwickeln. Und sowas könnte man natürlich auch noch in sich tragen, falls man jetzt das Gefühl hat, man kommt nicht so gut voran im Leben. Irgendwie stoppt einem immer was man und weiß nicht, woran das liegt. Dann ist es möglich, dass es tatsächlich so ein Implantat ist. Also ihr seht, es gibt mannigfaltige Ursachen, die man einfach ja einmal im guten Glauben gemacht haben kann oder die einem aufgestülpt wurden. Und die Zeitqualität jetzt im Februar ab kommenden Dienstag bis zum Ende Februar und noch die ersten zwei, drei Tage in den März hinein, die tragen so eine enorm große
Kraft der Transformation, die ich einfach jetzt mal nutzen möchte, die ich jetzt einfangen werde, einfach um euch zu helfen, dass wir so viel wie möglich loslösen können von diesen Implantaten. Was jetzt auch noch mit in die Heilung gehen kann, sind die Glaubenssätze aus diesem Leben. Da kennt ihr euch sicher ganz gut schon aus. Diese Sätze wie, das kannst du nicht, da bist du zu klein. Diese Sätze, die haben sich meistens in der Seele so festgesetzt, dass die Menschen da gar nicht rauskommen, dass sie das bis ins Erwachsenenalter hin glauben, dass sie eben irgendetwas nicht können würden oder etwas nicht machen dürfen und so gar nicht an sich selbst glauben. Dieses nicht an sich selbst glauben ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn man nicht an sich glaubt, dann hat man auch keine Selbstliebe. Und die Selbstliebe ist die Basis überhaupt, um zu erkennen, dass man ein spirituelles Wesen ist, dass man eine Seele hat, dass man glücklich sein kann, dass man die Fülle hat. Das liegt alles mit in der Selbstliebe. Und wenn man sich wirklich selbst liebt, dann zieht man auch erst die Liebe an, vorher nicht. Also meistens suchen die Menschen ja im Außen die Liebe und finden sie dann auch nicht so richtig. Also sobald du beginnst, dich selbst zu lieben, wirst du auch die Liebe anziehen. Das hört sich jetzt so einfach an, aber es ist tatsächlich für viele Menschen schwer. Ich beginne da für mich einfach schöne Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mir Freude machen. Ja, einfach was Wunderschönes, einmal in der Woche in die Sauna gehen oder schwimmen gehen oder sich in die Sonne legen oder einen Winterspaziergang machen. Ja, oder sich eine Massage gönnen oder eine schöne Musik hören, vielleicht auch mal einen schönen Film anschauen, etwas mit dem Partner machen. Oder nur mal einen schönen Kaffee trinken. Also einfach was, wo man sich dabei entspannen kann und wo man das Gefühl hat, wirklich was Gutes für sich zu tun. Das ist der erste Weg, um seinem Körper auch zu zeigen, wie lieb man ihn hat und um seiner Seele zu zeigen, wie wunderschön die Seele ist und dass man ihr vertraut und dass man offen ist für die schönen Dinge. Offen für die Fülle auf der Erde, für alles, was da ist. Man sollte immer auch den Fokus darauf legen, auch wenn es, mich kitzelt es am Zahn, ist mal was ganz Neues. Auch wenn es jetzt gerade in der aktuellen Zeit recht schwer ist, den Fokus auf das Gute zu legen, ist es doch das, was wir unbedingt tun sollten. Und um überhaupt da rauszukommen aus diesem negativen Gerede, was da so sehr stark gerade verbreitet wird. Also schaut zu, dass es euch, egal wie die Umstände sind, dass ihr euch immer wieder mal eine Auszeit für die Seele nehmt. Dazu fällt mir jetzt gerade ein, wir haben ja mittwochs und freitags die Live-Energieübertragung auf unserem großen Kanal und das läuft 3-4 Stunden. Da haben wir eine ganz wundervolle Musik für euch kombiniert und diese Musik ist mit ganz feinen Energien unterlegt. Und das Thema steht ja immer bei jeder Live-Sendung dabei und dieses Thema der Musik, diese Energie wird in die Musik reingelegt. Und das ist auch so eine Auszeit, die man sich einfach nehmen kann und davon von den Energien profitieren kann und dann einfach ja auch sich erholt, entspannt, zur Ruhe kommt. Das wäre mal ein Tipp von mir für alle, die es noch nicht wissen. Kommt am Freitag oder am Mittwoch dazu, das ist eine Live-Sendung und was das Schöne ist, man kann auch im Chat natürlich dann live mit den anderen Teilnehmern chatten und das sind immer sehr schöne Themen, die da sind, also es war so schön das letzte Mal und ich möchte ja auch, dass es euch gut geht, ich wünsche mir wirklich, dass ihr so viel wie möglich von den ganzen Energien, die wir euch zur Verfügung stellen, profitieren könnt, dass es euch
richtig, richtig gut geht. Und da wird ja auch sehr viel heilende Energie übertragen. Und das sind Geschenke, die man sich einfach selbst machen kann, indem man zuhört. Und auch das schöne Video, wir geben uns so viel Mühe, wir machen so schöne Videos, wo man sich so richtig reinfallen lassen kann, von der Musik tragen lassen kann und so alles entspannt, die Seele entspannt. Und das ist so ein ganz kleines Geschenk, das kostet überhaupt kein Geld, ist ganz viel positive Energie und entwickelt die Selbstliebe. Ja, meine Lieben, das ist ein Tipp von mir. Vielleicht schaut ihr mal rein. Ich bin gespannt jetzt bei der nächsten Live-Sendung, wie viele wir sein werden. Und ihr werdet, jeder wird ganz liebevoll im Chat natürlich auch aufgenommen, ist ja klar. Und ich bin auch dabei. Also ich antworte auch auf Fragen und natürlich ist meine Hauptaufgabe in dem Moment Energien zu senden. Aber ich bin da. Ja, meine Lieben, und jetzt kommen wir zu unserem wichtigen Thema, die Implantate lösen mit der Energie, die uns bis Ende Februar zur Verfügung steht. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Gleich geht's los. Ich nehme jetzt mal das Auraspray zum Blockaden lösen und dann noch Reinigung und violette Flamme, also eins von den beiden, um mich schon richtig gut energetisch für euch einzustimmen und vorzubereiten. Einströmt die Energie der geistigen Welt und sie hüllt uns alle gemeinsam in den Mantel des Schutzes ein. Du kannst dich entspannen und einfach loslassen. Einfach dich hingeben den wundervollen Energien der Liebe und des Schutzes, welche dich jetzt tragen werden. Ich öffne meinen Kanal. Und ich rufe die Energien von Atlantis herbei. Ich rufe die Tempeltänzerinnen aus den heiligen Pyramiden. Ich rufe die Tempeltänzerinnen herbei. Sie werden sich jetzt in diesem Moment um dich herum versammeln. Ich lade dich ein zu einem hohen heiligen Ritual mit den Tempeltänzerinnen. Und in diesem Ritual werden so viel wie möglich deiner Implantate und Blockaden, welche du aus Atlantis trägst oder welche du aus diesem Leben trägst, gelöscht werden. Und wenn du mir die Erlaubnis dazu gibst und auch den Tempeltänzerinnen die Erlaubnis gibst, daran teilzunehmen, dann wird es jetzt für dich geschehen. Schließe deine Augen und spüre, wie die Energie sich zu bewegen beginnt, denn die Tempeltänzerinnen tanzen für dich. Sie tanzen und sie singen in der Sprache von damals. Es ist die mystische Sprache, welche in jedem Ton eine besondere Heilung für dich trägt.
Und du lasse los von allen Einschränkungen, von allen Ängsten, die dir dieses Leben schwer machen. Am besten lasse jetzt all deine Ängste und all deine Einschränkungen nach oben kommen, so dass diese Energien von den Tempeltänzerinnen aufgegriffen werden können und in die Auflösung geführt werden können. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, währenddessen die Tempeltänzerinnen für dich wirken. Lasse dich tragen und lasse alles, was dich bedrückt, nach oben kommen, sodass die Tempeltänzerinnen diese Energie dir abnehmen können. Die Tempeltänzerinnen beginnen zu singen und sie tanzen so lange, wie sie können. Sie tanzen bis zur Erschöpfung. Du befindest dich in einem hohen Ritual der damaligen Zeit und alles, was du jetzt in deiner Seele nach oben kommen hast lassen, wird, soweit es möglich ist, gelöst werden. Goldener Staub, goldener Sternenstaub rieselt jetzt über dein Haupt und berührt dich sanft an der Stirn. Dein drittes Auge wird gereinigt und deine innere Weitsicht geschärft. Alles, was dich bedrückt, darf nun gehen. Jedes Implantat welches sich gezeigt hat, wird nun mit der Energie der Tempeltänzerinnen transformiert und alles geschieht in der göttlichen Ordnung zu deinem allerhöchsten Wohle.
Es ist ein hohes heiliges Ritual, dein ganz persönliches Auflösungsritual. Und die Energien aus der geistigen Welt fließen durch die Portaltage zu dir. Und du spürst, welch große Transformation und Kraft dir zur Verfügung gestellt wird. Die Tempeltänzerinnen verneigen sich vor dir. Alles wurde getan. Das Ritual ist beendet. Bedanke dich bei ihnen mit deiner Liebe und mit einem Lächeln. Und so wird die Energie sich nun langsam wieder zurückziehen. Und du darfst in dein Hier und Jetzt zurückkommen. Vielleicht spürst du, wie du dich aufgerichtet hast, wie frei dein Lichtkörper und dein Körper sich anfühlt, denn dir wurde Gutes getan. Und dann öffne deine Augen und komme ganz im Hier und Jetzt an. Ich habe ja die Tempeltänzerinnen gesehen, ich kann die ja alle sehen und ich kenne die auch schon sehr lange. Und also wenn ich so meinen Körper, wenn ich so entlang fühle, der ist so richtig schön frei geworden. Ganz toll. Und ich wünsche mir so für euch, dass das auch alles bei euch geschehen durfte, dass es euch gut geht, dass ihr ganz viel heilende Energie erhalten durftet. Und ich habe euch so lieb. Eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Samarana.